Herzlich willkommen zu H1Z1. Ich spiele dieses Mal alleine und es ist dunkel. Ich mag es nicht, wenn es dunkel ist. Jetzt schauen wir mal. Die Sachen haben hier und die scheinen schon ziemlich kaputt zu sein. Das zeigt zumindest das Rotan, wenn ich mich nicht täusche. Ich habe mir ein paar Sachen, habe ich schon gefunden im Laufe meiner Zeit. Also, ja, ich habe es leider. Ich esse jetzt mal hier was. Und vor allem muss ich ein bisschen was trinken, wie ich gerade sehe. Jetzt bin ich gerade rausgekommen. Was wollte ich jetzt eigentlich zu euch sagen? Wir essen Bär zum Trinken. Ich habe kein Getränk dabei. Ich habe hier natürlich schon öfters gespielt. Das ist ganz cool. Dann müssen wir nicht komplett von Null wieder anfangen. Finde ich jetzt ist zumindest eine nice Sache. Und was uns halt einfach mal fehlt, ist echt mal eine geile Schusswaffe oder ähnliches. Und da will man gleich mal schauen. Und ich möchte gleich mal hier schauen, ob wir was Nices basteln können. Und ich habe ein paar Sachen gefunden. Ich habe keine Ahnung. Ich habe noch sehr wenig selbst ausprobiert bisher. Und ich bin auch niemand, der jetzt sich da ewig lang einliest in ein Spiel. Und die Sachen sehen wir ja, können wir. Wir können zum Beispiel Metal Bar bauen. Was? Ja, craft das mal. Bin ich jetzt blöd? Da steht craft. Da geht's nicht. True prepared. Das wird, place. Ich verstehe nicht ganz, was er von mir will. Wir machen jetzt erst einmal Discovery. Was ist, wenn ich jetzt das hier rein tue? Und sonst gibt's da nichts. Alles klar. Achso, ich habe das Rezept. Ich bin verwirrt. Da kann ich auch nichts rein noch. Metal Shield. Cool, also ich habe eigentlich überhaupt keine Möglichkeiten. Ach so, das Cover und dann lerne ich was. Ein Rohr. Okay. Man merkt, ich bin hier voll. Eine Packung Zucker. Und Beeren. Und sonst habe ich nichts, was ich da reintun könnte. Okay. Okay. Bringt uns nichts. Da kriegen wir nichts raus. Scrap Metal. Discover. Zack. Metal Sharp. Muss das sein. Und was ist das hier? Kann ich da noch was reintun? Nee. Okay. Jetzt könnte ich craften. Ein Rohr. Das machen wir jetzt einfach mal. Ich weiß echt nur nicht, ob es mir irgendwas bringen wird. Das können wir jetzt auch craften. Und das, also in den Grund nicht. Scrap Metal, okay. Jetzt bin ich gespannt, was ich jetzt machen kann. Ein Barbecue-Grill. Ein Grill kann ich machen. Oh ja, sehr schön. Ja, wir haben. Wir können einen Grill machen. Daraus können wir wahrscheinlich dann lecker Essen machen. Okay, aber das war's dann auch schon, was wir machen können. So, wir haben Messer, wir haben Bogen. Ich möchte ehrlich gesagt ganz gerne Pfeile noch ein paar haben. Mein Gott, dieser Nebel. Wir haben nur 3 Pfeile und das ist aktuell unsere einzige Fernkampfwaffe. Denn wir werden sicherlich auf andere Spieler treffen, auf so einen PvP-Server ist das dann oftmals tödlich. Die wenigsten Leute sind jetzt hier wirklich nett, wenn man ehrlich ist. Aber das werden wir noch hinkriegen, bin ich überzeugt. So, erstmal gar nicht viel Stöcker sammeln, die wir da einfach durchlaufen. Außer sind noch Bären dazu, ist ja wurscht. Aus den Stöckern machen wir uns jetzt Pfeile. Craft. Craft. Das dauert immer ein bisschen. Danach werden wir schön looten. Wir haben übrigens ein Feuerzeug, also wir könnten auf jeden Fall auch wahrscheinlich dann mit dem Grill. Okay. Es ist kein Wolf bei uns gerade in der Nähe. Wie ich es jetzt gerade eigentlich vermutet hatte. Das ist schon mal beruhigend. Bären übrigens, da kannst du gleich direkt weglaufen. Also da musst du dir keine Sorgen machen, dass das. Okay, ist nur ein Zombie. Ist alles okay. So. Einmal sauber in den Kopf. Manchmal haben sie Items dabei. Hier leider nicht. Schade.
Ja, wir sind solche krassen Survivor. Wie viel haben wir jetzt eigentlich? Wie viele Pfeile? 17 plus oben 5, das ist schon mal eine gute Zahl. Wir machen aber trotzdem mal alles hier vorbei. Perfekt, okay. Kann ich eigentlich die Pfeile, kann ich da nicht reinlegen? Gell? Schade eigentlich. Ah, fuck. Hätte ich da eigentlich die Stöcker reinlegen können? Und so Metallpfeile oder sowas machen können? Wooden Sticks und ja, Scrap of Cloth. Nee, nicht Scrap of Cloth. Ich wollte nicht. Scrap Metal wollte ich. Ah, so kann man eine Axt machen. Ich verstehe, auch nicht schlecht. Was kann ich denn noch so mit Wooden Sticks lernen? Ein Rohr zum Beispiel. Fehlt uns noch etwas, das wir nicht da haben. Schade. Das Scrap of Cloth kenne ich, glaube ich, eh schon. War das nicht der Bogen? Nee. Ah, oh, okay. Habe ich nicht das schon mit einfachen Sachen gelernt? Ein Bogen. Richtig. Scrap of Claws, Boot of Twin, okay. Kann mir mal einer. This bow along with arrows, bla bla bla. Achso, das ist der bessere Bogen. Ah, geil, dann craften wir doch mal den besseren Bogen. Nice. Und wir craften uns eine Axt, oder? Geil, wir sind voll Survivor-mäßig und craften uns unser Zeug dabei. Kann ich das hier reintun irgendwo? Denkst du schon, so viel Platz kann es gar nicht gebrauchen? Ja, ich voller Angst. Ey, unglaublich. So. Geil. Nice. Lass uns jetzt mal in eine Stadt gehen. In der Hoffnung, dass wir... Wo muss ich denn überhaupt lang? In der Hoffnung, dass wir dann eine schöne Waffe finden. Eine Pistole oder sowas. Ein bisschen Munition habe ich ja tatsächlich schon. Aber eine Schusswaffe wäre ganz geil. Ist jetzt eigentlich... Boah, die ist das ist Hammer. Okay. Du wolltest es nicht anders, Zombie. Ernsthaft, bist du schon tot? Hallo? Ja, krass. Also, so schnell dich jetzt nicht hat. Und ich glaube auch, dass der tatsächlich also nochmal echt, der ist echt besser. Ist voll geil. Der macht auch schön Schaden. Also Martin, wir mussten den Zombie noch zweimal so schlagen. Geile Sache. Ein verbesserter Bogen. Nice, nice. Aber wir brauchen Pfeile. Und ich finde es jetzt echt schade, dass wir hier nicht... Keine Ahnung. Metallpfeile oder also Eisenpfeile oder sowas herstellen könnten. Das wäre auch geil. Kann es nicht einfach Tag werden? Bitte, oh Gott, hey. Richtig cool, dass wir den besseren Bogen haben, freut mich tatsächlich extrem. Ganz viele Pfeile. Ich hätte gern so ungefähr 40 Stück, wenn ich ehrlich bin, an Pfeilen. Aber so wie ich mich kenne, werde ich sowieso nichts treffen damit. Ich bin eigentlich ein miserabler Schütze, möchte ich behaupten. Okay. Also ich droppe die schon. Ich habe schon zu viel verwendet, oder was? Also so viele davon. Jetzt craften wir erst einmal wieder in Ruhe. Und dann reicht's auch mit dem Sammeln. Es dauert natürlich immer ein bisschen, bis man alles gecraftet hat. Aber das ist für mich natürlich auch verständlich.
Da, noch 5 Pfeile, 4, 3. Daran merkt es immer, wenn ich nicht mehr weiß, was ich sagen soll. Dann zähle ich ab. So, es wird auch langsam hell. Das ist schon mal eine sehr, sehr nice Sache. Und oben haben wir wieder einen Zombie. Batz, getroffen. Pfeile, ich will meine Pfeile wieder. Da droppt da, also da despawnt der Zombie einfach mal mit meinen Pfeilen. Wie assi ist das denn bitte? Hab ja schon viel gesehen, aber das übertrifft ja alles. Das ist richtig cool mit dem verbesserten Bogen. Ich bin echt begeistert, wenn ich ehrlich bin. Ah, wir bräuchten echt mal was zu trinken. Ich esse nochmal ein paar Beeren. Warum habe ich eigentlich diesen beschissenen Stock dabei? Droppen. Leben ist auch nicht ganz voll. Dann werden wir uns gleich mal verbinden, weil ich müsste ja normalerweise noch genügend Verbandszeug haben. Weil sonst dauert es einfach zu lange, bis das sich von alleine wieder regeneriert, die Lebensanzahl. Das ist eigentlich jetzt total scheiße, aber ich mache jetzt hier eine Folge gar nichts. Es ist halt echt blöd, aber naja, so ist das Spiel halt auch irgendwo. So, wir bandagieren uns jetzt mal. Diese Geräusche hier, das sind Rollgeräusche, ja, die sind gar nicht echt. Was glitzert denn da drüben? Das sieht merkwürdig aus. Pleasant Valley, okay, wir sind aber schon Richtung Stadt, das ist schon mal nice. Irgendwo muss die Stadt sein. Weil erst mir total orientierungslos von der Straße in den Wald gelaufen sind. Unheimlich. Ich sehe halt auch gar nichts. Ah, da vorne sehen wir schon Strommasten. Das heißt schon mal. Ja, da ist immer da. Okay, perfekt. Also wie gesagt, vorsichtig, ich bin nicht sehr freundlich zu anderen Spielern. Ich weiß nicht, also irgendwie. Ich möchte nicht unbedingt die anderen Spieler töten, weil meistens haben sie bessere Sachen als ich. Und ich bin halt wirklich nur alleine. Dieser Zombie hat mich. Ich habe doch den Zombie nicht gepolt. Das heißt, er ist ein anderer Spieler. Oder? Ich sag euch eins, der erste Spieler, den wir sehen, der tötet uns. Das glaube ich. Ganz ehrlich. Wir werden nicht sehr lange überleben. Ich mache euch da überhaupt keine Hoffnungen. Wir haben ja auch selbst keine Hoffnungen. Ich bin echt noch nicht sicher, ob ich jetzt freundlich zu anderen Spielern... Sieht komisch aus. ...zu anderen Spielern sein soll oder... ...direkt aggressiv. Kann ich da durch? Okay, komisch. Ich überlege auch manchmal, ob ich überhaupt nicht laufen soll. Weil wenn ich laufe, dann sehe ich ja, erkennt man mich sofort. Wenn ich allerdings langsam gehe, könnte man aus der Ferne denken, ich wäre ein Zombie. Und ob ich jetzt unbedingt so intelligent ist, mit dem Bogen zu laufen, weiß ich auch nicht. Aber ich würde tatsächlich, auch wenn ich eine richtige Waffe hätte, eine Pistole oder noch was Besseres, würde ich auch mit der im Hand... Anschlag laufen, einfach damit ich schneller agieren kann. Schauen wir mal, ob da was drinnen ist. Nee. Inzwischen ist es aber gefixt, dass da was, ein Feuerzeug zum Beispiel, spawnen kann. Ist doch nice. Da liegt nichts, was ich aufheben kann, oder? Nee. Was ist das? Ich glaube, ich habe Schüsse gerade in der Entfernung gehört. Da muss man echt aufpassen hier. Ich habe noch nie eine Waffe gefunden. Okay, einmal habe ich eine Waffe Oh, sehr schön, eine Feuerwehraxt. Hundertprozentig besser wie meine Scheißaxt.
Hallo? Achso, das ist die. Okay. Jawohl. Nice. Das heißt, wenn ich hier eine Feuerwerkswende, könnten hier auch noch andere Sachen sein. Mal schauen, was im Auto ist. Scrap Metal. Nehmen wir einfach mal mit. Ich weiß auch noch nicht. Ich bin erstmal voll Messi-artig nur im Sammeln. Gut, hier kann ich nichts. Doch, da kann ich was nehmen. Multivitamin und Ground Kaffee. Okay, daraus kann ich richtigen Kaffee machen. Das nehmen wir jetzt einfach mal mit. Multivitamine. Wiegt nichts, nehmen wir auch mit. Alles mitnehmen. Ein Paket auch von Zucker. Da machen wir uns später Zuckerwasser oder so ein Scheiß. Ja, wir könnten eigentlich Wasser kochen. Also, wenn ich einen Brunnen finde, könnten wir uns Wasser kochen. Und da hängt auch eine Feuerwerks oder was an der Wand dran. Nicht schlecht. Eine Crowbar. Und da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich glaube, da ist die Axt echt besser. Oder klar ist eine Axt besser. Eine Crowbar ist zwar auch nicht schlecht, aber eine Axt ist natürlich schon mal deutlich besser. Das hier drin wirkt etwas deplatziert. Und es wird langsam hell. Das ist schon mal gut.